Ein Rauchmelder hatte Alarm geschlagen. Ein Löschversuch eines Hausbewohners blieb ohne Erfolg. Aus diesem Grund mussten die Feuerwehren aus Krombach, Eichen und Kreuztal am Sonntagabend gegen 20 Uhr zur Talstraße in Krombach ausrücken. Als die Feuerwehr an dem Vierparteienhaus eintraf, verteilte sich im Treppenhaus bereits spürbar der Brandrauch. Einige Bewohner hatten fluchtartig mit mehreren Kindern ihre Wohnung verlassen und den Brandrauch eingeatmet. Sie kamen zunächst in Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen unter. Dort wurden sie neben dem Rettungsdienst und dem Einsatzdienst des DRK auch von Stadtfeuerwehrarzt Wolfgang Krämer erst versorgt. Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mussten im Anschluss zwei Kleinkinder und zwei Erwachsene in Krankenhäuser eingeliefert werden. Den Brandherd hatten die Einsatzkräfte schnell gefunden. In einem der Keller brannte eine Waschmaschine. Das Feuer war rasch gelöscht. Die Waschmaschine wurde von den Feuerwehrleuten nach draußen verbracht. Zusätzlich nahmen die Einsatzkräfte noch einen Lüfter vor, um das Haus vom Rauch zu befreien.